Wer wie was? Ich glaube, eine ganz zentrale Rolle, weil die Wirtschaft in dieser Beziehung eine zentrale Rolle spielt. Nicht nur die Unternehmen, vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben das heute auch in unserer sehr, sehr lebhaft diskutierten Runde sozusagen versucht, die gesamte Breite abzudecken. Und was bei uns sehr interessant war, bei unserer Gruppendiskussion, ist, dass ein zentrales Wort sozusagen im Mittelpunkt stand und steht und ich glaube auch ganz, ganz stark in Zukunft stehen wird, und das ist das Wort Vertrauen. Zwei Punkte. Einerseits mehr Möglichkeiten, mehr Vertrauen, das heißt klarere Strukturen, einfache Regeln, weniger Bürokratie. Das heißt, die Regeln, die ich habe, wirklich zu kennen und auch das Vertrauen, dass ich nur mit dem Unternehmen weiterkomme, dass das Unternehmen auch wirtschaftlich handelt für die Gesellschaft und da die Interessen ja auch uns vorantreibt. Das wäre für mich einfach ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass wir heute Fachkräfte ausbilden und die finanzielle Verantwortung dann entweder ausschließlich bei den Unternehmen oder dann in weiterer Folge bei den Mitarbeitern oder bei den Fachkräften liegen. Es müssen hier Rahmenbedingungen geben, dass jeder Fachmann, jede Fachfrau die Möglichkeit besitzt, sich auch beispielsweise akademisch weiterbilden zu können.